Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Vor wenigen Stunden hat eCam Live ein neues Update 3.9 Beta 2 veröffentlicht und in diesem Video möchte ich euch die neuesten Features, die jetzt neu hinzugekommen sind, vorstellen. Wer also mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, ihr habt es sicherlich schon gesehen, ich trage mal wieder mein eCam-Hut. Das bedeutet, eCam hat neue Features veröffentlicht und ich dachte mir, ich zeige euch die. Vor wenigen Stunden hat eCam Live nämlich ein neues Update herausgegeben. Das ist bereits das zweite. Vor gut 2-3 Wochen ist ja das erste Beta schon herausgekommen mit vielen Neuigkeiten. Und jetzt, 2 Wochen später, sind wieder ein neues Update herausgekommen mit 4 coolen neuen Ideen und Funktionen. Und heute möchte ich euch die kurz vorstellen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an und die erste große Änderung, ich kann sagen, das Hauptthema dieses Updates ist der Interview-Modus. Ihr erinnert euch, wenn man ein Interview macht, dann kann man einen Link generieren und den Leuten zuschicken. So sieht der dann aus und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, die URL ist guest.ecamlive.com. Also eCam.live und dann eine Zahl. Ja, jetzt gibt es viele Leute, die haben schon vor Monaten und fast Jahren gesagt, ja, aber ich möchte nicht, dass meine Konkurrenz weiß, was für eine Software ich verwende. Ich persönlich fand das immer eine dumme Ausrede, denn ja, wenn die Konkurrenz weiß, was ich mache, das bedeutet für mich eigentlich nur, dass ich mich verbessern muss und mich weiterentwickeln muss. Aber anscheinend ist das ein großes Thema, vor allem in Amerika. Und aus diesem Grund hat eCam jetzt diese Gebete erhört und viele neue Dinge eingebaut. Also, wir gehen jetzt mal hier in den Demo-Mode rein. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier Interview-Modus aktiviert, ganz normal. Und wenn ich jetzt hier, hat es ein neues Symbol drin und hier noch so ein Chat-Symbol. Also das Erste ist, es gibt einen internen Chat mit den Interviewees. Also wenn ihr einen Gast hinzulädt und er in die Show bringt, dann möchtet ihr vielleicht ihm kurze Anweisungen zuschicken. Es gibt jetzt 10 Minuten Pause, weil irgendwie Werbung läuft oder was auch immer. Oder ihr möchtet ihn fragen während der Show, was er sonst noch fragen möchte oder sagen möchte. Anstatt dass man da einen öffentlichen Chat verwendet oder WhatsApp oder so, hat man jetzt einen Backchannel erfunden eigentlich und jeder, der als Gast drin ist, hat ein neues Fenster, wo er dann den Chat sieht, der aber nur der Administrator, also der Gastgeber und die Gäste sehen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und als Zweites haben sie hier noch eine Administrationsfunktion gemacht. Also man kann jetzt neu die ganze Seite von eCam ein bisschen designen. Also ich kann hier einen Titel geben, ich kann Logo machen. Also ihr erinnert euch, hier auf der Seite habe ich unten ja dieses eCam-Logo. Und das kann ich ersetzen mit diesem Logo. Und die haben jetzt wie immer zwei Versionen gemacht. Also eines für den Light Mode, für den normalen Modus und einen für den Dark Mode. Das kann man dann einsetzen. Und dann kann man das Ganze schön designen. Ebenfalls gibt es ein Open Graph Image. Open Graph ist ja diese Vorschaubilder, die Google anzeigt und Facebook anzeigt und Twitter anzeigt. Wenn ihr einen Link verschickt, habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Also auch da kann man ein zusätzliches Bild definieren. Das muss dann einfach, wie ich jetzt hier schön geschrieben habe, 1200x630 Pixel sein. Und das kann ich dann hier hinzufügen. Und dann sehen die Leute das auf der Website. Also man kann eigentlich die Seite, die Gastseite branden, wenn man so will. Was auch noch cool ist, sie haben viele neue URLs hinzugefügt. Also man muss nicht mehr guest.ecam.live verwenden, sondern man kann callmenowtv, callmeshow, joinmechat, joinmerightinlive und so weiter und so fort. Also es sind 12 URL, die man jetzt verwenden kann. Also
Also auch eine sehr schöne Sache. Und dann hat man hier diese Menüfunktion, die kennt ihr alle, die waren normalerweise in den Preferences drin, die wurden jetzt hier hingesetzt. Also ich kann Kommentare einblenden, das ist ja auch ein Button oben. Ich kann die Viewer Count, also wie viele Leute da sind, werden angezeigt, kann man auch wieder deaktivieren oder aktivieren. Hier den Private Chat, das ist eben dieser Chat, den man da in diesem kleinen Fenster sehen kann. Default Dark Mode kann man einsetzen und auch hier den Musiker-Modus, der ja gemacht worden ist, weil es immer wieder Probleme gab mit Echo und anderen Dingen. Also ihr seht, es ist sehr schön. Wenn man das abgespeichert hat, kann man dann eigentlich schön die URL verteilen und die Leute sehen das Ganze. Und wie gesagt, wenn man den Chat-Modus will, dann klicke ich hier rauf und dann habe ich hier den Interview-Modus, den Interview-Chat, den kennt ihr, der ist gar nicht so speziell. Übrigens, man kann ihn hier oben auch direkt auswählen, man muss also nicht darüber gehen. Ja, also der Interview-Modus, der wurde richtig, richtig groß aufgepimpt, wenn man so schön sagen kann. Ja, wurde verändert, man kann ihn ein bisschen branden und hat natürlich noch ein Chat, das wäre die zweite Funktion. Also ihr seht, es ist eine sehr, sehr coole Sache. Dann Nummer 3 ist, es gibt eine neue coole Funktion, eine coole Formatfunktion, die möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also ich habe jetzt hier eine neue Szene gemacht, ich nehme jetzt einfach mal ein Video, ein Loop-Video, wie ihr sehen könnt. Ja, und jetzt aktiviere ich einfach mal ein neues Kamera-Overlay, das kennt ihr ja, ich klicke jetzt hier drauf und dann habe ich da ganz normales Feld. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich sofort, ich habe jetzt hier neues Menü, aber das schauen wir uns später an. Aber hier das Verhältnis, das Größeverhältnis, wenn ich das aufklicke, dann sehe ich sofort, ich habe jetzt hier eine neue Größe, das sogenannte Squircle. Das ist eine Mischung aus dem Square und dem Circle, also zwischen einem Rechteck und einem Kreis. Anscheinend hat hier Apple vor Jahren mal eine neue Funktion, eine neue Größe entwickelt, die anscheinend irgendwie gut für uns ist, besser lesbar ist, was auch immer. Und wenn ich das auswähle, ja, dann sehe ich sofort, wow, ich habe jetzt abgerundete Ecken. Also ich habe da etwas Neues drin. Und wenn ich jetzt hier kann ich noch einstellen, wie stark die Ecken abgerundet sein sollen, also gar nicht oder bis maximal so. Hier seht ihr das sogenannte Squircle, ja, so eine Mischung aus Kreis und Rechteck. Sieht noch sehr schön aus. Das Schöne ist, überall kann man diese Funktion machen, also egal, ob ihr jetzt ein Square habt, könnt ihr das einstellen, wie ihr sehen könnt, oder White, auch da könnt ihr das Ganze einstellen. Die einzige Ausnahme ist bei einem Kreis. Ihr, meine lieben Zuschauer, könnt natürlich ausprobieren, ob ihr einen Kreis noch mehr abrunden könnt und was daraus entsteht. Ich wünsche euch viel Glück. Aber auf alle Fälle, das kann man machen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier ein Quadrat nehme, dann habe ich hier noch die Funktion, hier dieses neue Symbol, und ich kann auswählen, welcher Ecke hier unten abgerundet werden soll. Also wenn ich jetzt rechts oben eckig haben möchte und links unten rechteckig, also so tropfenformmäßig haben möchte, dann kann ich das jetzt ganz einfach machen. Wie ihr sehen könnt, rechts oben und links unten ist es spitzig und sonst ist es abgerundet. Dann kann ich natürlich auch hier noch ein bisschen rumspielen. Und da kann ich dann wirklich sehr schöne Effekte machen. Ja, und wie ich sagte, selbst bei Screenshare kann ich also diese Sache anpassen. Ich kann es schön machen und wenn man dann ein bisschen rumspielt, habe ich dann sehr schnell schöne Motive für einen Livestream, wie ihr jetzt sehen könnt. Also ich habe da sehr einfach, sehr schnell meine Szene aufgebaut mit neuen Oberflächen, neuen Display-Ansichten, was natürlich sehr schön ist. Es geht eigentlich überall diese Funktion natürlich. Die einzige Ausnahme ist der Kreis. Denn ein Kreis noch mehr abrunden. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ja, ich sage jetzt nicht, ob ihr Erfolg habt oder nicht.
Wie gesagt, also auch das ist wieder eine sehr schöne Funktion, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ja, und die iCam-Götter haben nicht nur diese Funktion für die verschiedenen Kamera-Sources, also Overlays gemacht, also überall geht das, sondern auch für die Buttons, für die Texte. Ja, dann öffne ich doch einfach mal ein Text-Overlay hier. Ich habe jetzt einfach hier einen Text, meinen Namen kurz, mit einem gelben Hintergrund. Also wenn ich das einblende, ist das ganz, ganz normal. Jetzt aber habe ich hier oben ebenfalls diese Abrundungseffekte, diese Squircle-Funktion drin. Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte meinen Text oben links und unten rechts eckig und sonst normal, dann kann ich das wieder machen. Ich klicke einfach hier rein, das Symbol passt sich danach an und ich kann hier auch wieder die Stärke der Abrundung einstellen und hier den Abstand. Das ist da ganz, ganz normal und nichts Spezielles, wie ihr jetzt sehen könnt. Also hier. Ihr seht, links oben, rechts unten ist spitzig und sonst ist es abgerundet. Ja, jetzt sind wir bereits bei der vierten und letzten Funktion. Das ist nämlich auch noch eine coole Sache. Ihr kennt das, wenn ich so ein Textoverlay einbaue, dann kann ich einstellen, dass es entweder von links oder von rechts rein switcht. Jetzt hat man das erweitert und zwar, wenn ich hier oben nachschaue, dann sehe ich jetzt Fly-In von links, von rechts, von unten und von oben. Das kann ich also machen. Also wenn ich jetzt von Bottom einstelle, also von unten, ich schiebe es hoch, ganz hoch und deaktiviere es, dann geht es immer von unten nach oben und wieder zurück. Also da kann ich dann sehr schön einstellen und auch von unten oder besser gesagt von oben geht es ebenfalls. Also da kann ich wieder einschalten, ausschalten und es kommt von oben rein. Ja, wie ihr gesehen habt, Beta 2 hat 4 geniale Änderungen gebracht. Einerseits eine Branding-Funktion für die Interview-Modus, einen Interview-Chat, einen internen Chat. Dann haben sie diese neue Formen eingeführt für Overlays und so. Und am Schluss haben sie noch die Einflieg-Option für Text-Overlays erweitert. Jetzt kann man oben, unten, links, rechts einfliegen lassen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Und es beweist, iCam Live ist eine sehr geniale Software und die Entwickler, die hören wirklich auf die Kunden- und Userwünsche, was mir natürlich sehr, sehr gefällt. Ja, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir unten in die Kommentare. Ihr wisst, dass ich beantworte jeden Kommentar. Und wenn ihr eine Frage habt, einfach unten schreiben oder per Mail mich informieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Wie ihr wisst, ehrliches Feedback ist immer erwünscht. Dann abonniert meinen Kanal, bitte, bitte und herzlichen Dank dafür. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Update. Bis dann, schönen Tag. Tschüss, ciao.